Yeah, les mains, les missos, batala. Ich wurde als Sklave geboren. Aller Rechte beraubt. Selbst meines Glaubens. Ich wurde verkauft, meine Arbeitskraft gehandelt. So viel Leid musste ich sehen und war nicht mehr als Nutzvieh für sie. Da man mir keine Zukunft zugestand, schuf ich mir meine eigene. Und mir war klar, dass Blut der Preis dafür sein würde. Ich blickte nie zurück. Ich wollte nicht. Und musste auch nicht. Bis jetzt. Das Paket ist beim Templer-Admiral auf dem Leitschiff, Captain. Sollte er den Befehl geben, ist es verloren. Das Paket selbst ist nicht so interessant wie sein Empfänger. Wir müssen diesen Laufburschen Admiral erledigen und die Templer-Bedrohung aufdecken. Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Als ich Assassine wurde, schwor ich ab vom Piratendasein. Doch die alten Methoden haben dem Credo oft gedient. Alles ist erlaubt, heißt es, Captain. Ei. Und oft geht es nicht anders. Zu Absturz sorgt Assassin's Creed Black Flag. Der DLC Schrei nach Freiheit. Den hatte ich ganz vergessen damals. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich bin endlich wieder auf hoher See. Ich hab's so vermisst. Ich hab's echt so vermisst. Ich hoffe, ihr auch. Und wir werden direkt angreifen. Es geht direkt zurück in die Seeschlacht. Und wir nehmen uns natürlich gleich mal das große Schiff vor. Bam, 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 bam. Mörser, mal gucken, ob ich alles noch drauf hab. Bis jetzt ja. So, Templerschiff ausschalten. Bereit zu feuern, Captain! Komm ran, mein Freund. Die kleine Flotte da, die wird man ja nur locker loswerden. Wir sind schon unter Beschuss. Und zwar hier drüben von der Brick. Die will uns rammen. So, wo ist der Herr Admiral hier? Bams! Oh, und ich habe natürlich vergessen, das Handy auszuschalten. Verdammte Axt! Aber wir haben die Säcke! Aber das ist mir jetzt egal, ich bin jetzt hier im Krieg. Sollen sie doch schreiben. Gut, die schalten sich von alleine aus. Wo ist der Gegner? Natürlich versuchen nur die Brick zu treffen. Bams und die Hammer. Ja. Na, dann werden wir jetzt mal entern. Mal schauen, was Adebal so drauf hat. Fahren wir hier mal ruhig ran. Oh, alter Schwede, ich muss natürlich auch in die Steuerung wieder reinkommen. So. Ziehen wir uns mal ran. Oh, ist das geil. Jawohl, und da hängt wieder ein Matrose in den Seilen. So, Adi. Natürlich fehlt mir jetzt auch mein Edward Kenway ein bisschen. Schade.
Zack, die stehen hier ein bisschen weiter oben. Verdammt. Ey. Ja, umso näher ich rankomme. Okay, wir lassen das mal mit dem Drehbassen. Wir machen hier rüber. Ah, da hat ja hoffentlich ein bisschen was drauf. Und was werden wir jetzt natürlich sehen? Wow. Zack. Habe ich hier nicht auch einen Säbel? Erstmal nur eine Faust. Okay, alle, zieh dein Schwert, Junge. Versteckte Klingen. Muss aber hier jemand anders töten. Aha, so. Okay, keine Schwerter, nur versteckte Klingen. Zack, zack. 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 In Assassinenmanier. Geht's hier ab. Komm. Blocken. Okay, alle kann man nicht so richtig blocken. Ich muss mir hier mal so einen Säbel aufheben. Jetzt kommen sie. Verdammt. Okay. Alle erstmal weg. So, liegt hier irgendwas rum? Nein, noch nicht. Mal schauen, ob die mich hier oben runterkriegen. Ich muss nämlich meine Gesundheit ein bisschen aufnehmen. Ach, ist das wieder cool. Ja, wie gesagt, es tut mir auch ein wenig leid. Kann ich den Andi sehen? Zack, kann ich. So, dann muss ich noch die zwei anderen gegnerischen Offiziere töten. Und das mache ich natürlich auch in Assassinenmanier. Okay, hier kann ich nicht runter. Eigentlich ging das. Also mit dem Kenway konnte ich es immer. Aber Kenway war ja auch was anderes. Kann ich die anvisieren? Nicht wirklich. Ich will das natürlich auch perfekt machen. Hopp. Nee. Okay, schade. Klettern wir mal ein bisschen rum. Wir schauen uns das ganze Spektakel erstmal wieder an. Meine Crew wird hier gerade hingerichtet. Zack, mein Freund. So. Jetzt bräuchte ich mal bitte deine Donnerbüchse. Okay, hebt doch nicht auf. Ade, was los? Nimmt sie nicht. Na gut, alles klar. So, wie ein Äffchen. Haben wir einen ersten. Komm her. Und den zweiten. Ach ja, stimmt ja, wir können ja noch erbeuten. Sehr geil. Ich freue mich einfach wieder hier zu sein. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wer von euch, also ihr kennt das ja bestimmt schon alle, hier diesen DLC. Schrei nach Freiheit. Lei Bei hat auch schon geschrieben. Ja, da gab es ja dann bei Rogue eine böse Begegnung. So, wie konnte man denn das Gewehr nehmen? Aha, auf Kreis. Oben ging es also nicht. Und dann anvisieren, alles klar. Gut, wir gehen mal nach unten. Okay, verstecken. Bleib einfach auf deine Posten und mach dich bereit. Bleib unten, R. Ich hab Wurfpfeile, ich hab Schlafpfeile und ich hab Berserkerpfeile. Das ist doch wunderbar. So, die stellen sich jetzt hier hin.
Okay. Oh, können wir Munition plündern? So, nehmen wir uns den Säbel noch mit. Okay, funktioniert nicht das so ganz, wie ich es vorhatte. Okay, wir hatten doch auch noch... Genau, das hat man noch. Wir könnten jetzt den... verstecken, komm, verstecken. Hehehehehe, ist das wieder geil. So, mein Freund. Und dann nehmen wir uns das Paket natürlich mit. Ich finde das so geil, dass du hier voll gleich reinkatapultiert wirst ins komplette Spielerlebnis. Ohne Tutorial, ohne Intro. Na gut, man geht eben davon aus, dass man Black Flag auch gespielt hat. So, ich hoffe, die Soundeinstellungen passen alle. Ich werde es ja dann beim Schneiden merken. Und wir werden zum eigenen Schiff zurückkehren. Na komm. Bastien Joseph, Port-au-Prince. Was haben die Templer da zu suchen? Captain! Noch mehr Franzosen an unserem Heck! Drei Bricks. Zu viele! Wir müssen in den Sturm! Was? Drei Bricks? Alter, die machen wir doch fertig. Viel Schlimmeres wartet! Hält dieses Land in Templerhände! Aye, Captain! Okay, dann ab in den Sturm. Okay. Captain, es ist durch den Sturm. Ach, das haben sie gemeint. Okay, wir sind zu viele. Ihr müsst euch retten. Ich bleibe beim Schiff. Nein, ich bleibe bei dir. Weg. Sie holen auf. Feuer. Der Abstand verringert sich. Windhose, Windhose, Windhose. Es geht los! Bleib standhaft! Und gleich wieder eine Riesenwelle hinterher. Was ist hier? Was ist hier los? So, ich weiß noch genau, mit der Spitze rein. Und wir sind in die Windhose reingekommen. Verdammt! Raus hier! Ah. Das macht Schaden. Oh, tut er den Kurs abgekommen. Dauert noch ein bisschen. Stürmen ist Reisegeschwindigkeit nicht möglich. Es kommt eine Riesenwelle von der Seite. Die trifft uns voll. Die habe ich nicht kommen sehen. Alter Schwede. Okay, aber wir entkommen den Schiffen. Das hätten wir. Ein Sturm, Adewale! Sieht böse aus! Steuermann über Deck gegangen. Aber wir sind gleich am Punkt. Sturm lässt nach. Wir haben es geschafft. Verdammt! Adi, halt dich fest! Alter, nein! Da geht es nicht über Bord, oder? Oh fuck.
Oh fuck. Das Schiff des Tempeladmirals mit dem Fernrohr finden. Ja, das stand uns doch genau gegenüber. Okay, wer Black Flag gesehen hat, unsere Reihe, der weiß ja genau, ich nehme diese optionalen Ziele nicht so ernst. Das mache ich dann, wenn ich offline spiele. Jetzt geht's erstmal nur um eine schöne Story und ein bisschen Gemäuschel. Nach den ganzen Horror-Let's Plays tut das mal wieder gut. So, und dann, ja, gut, Erinnerung 1 haben wir abgeschlossen. Das war's für die erste Folge. Ich hoffe, ich schaue ja dann mal, wie viele von euch eingeschalten haben, um Black Flag mal wieder so ein bisschen zu verfolgen auf unserem Weg zu Assassin's Creed Origins. Ja, geil, geil. Also, ja, ihr merkt's, ich bin nur am Lachen. Freue mich total. Also, dran geblieben, reingehauen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Rob.